Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanager-Interessierten. Die FIFA hat sich wieder viele Neuerungen ausgedacht und jetzt die neueste Idee ist, an die Transferoption zu gehen und die einzuschränken. Konkreter geht es um die Laien. Welcher Spieler darf geliehen werden, wie viele, warum und so weiter, das definiert die FIFA gerade neu. Ziel dahinter ist, den Nachwuchs zu fördern. Das ist, glaube ich, eins der häufigst genannten Argumente, wenn die FIFA wieder mal was entscheidet. Und ich glaube häufig, dass es aber vorgeschoben, in echt geht es vielleicht dahinter um andere Themen, die man nicht unbedingt preisgeben möchte, weil sie vielleicht innerhalb der Branche nicht unbedingt als populär angenommen werden. Also, welche Themen, was wollen Sie konkret ändern in diesem Fall zum Thema Laien? Sie wollen die Laie begrenzen. Sie wollen eine Weiterleihe, die Laie auf 6 Spieler begrenzen bei Ü21 Spielern, bei U21 Spielern nicht, die aus dem eigenen Club kommen. Sie wollen eine Weiterverleihe, also wenn geliehene Spieler dürfen dann nicht mehr weiterverliehen werden. Sie wollen eine Mindestdauer der Leihe von einem Jahr einführen und ein Club darf maximal 3 Spieler an einen anderen Club verleihen. Das sind erstmal die Themen, die Rahmenbedingungen sind dann so, dass diese Regel zwar ab dem 1.7.2022 gilt, also zur nächsten Saison, aber das muss ja jeder Nationalverband noch implementieren und dafür hat dann jeder Nationalverband bis 2024 Zeit. Und ich mache mir da so natürlich meine Gedanken zu, kann das dazu führen, dass das Ziel erreicht wird? Oder kann das nicht dazu führen? Und die würde ich jetzt gerne einmal mit euch teilen. Also im ersten Moment dachte ich mir so, eine Laie ist eigentlich immer eine gute Option für junge Spieler, um Spielpraxis zu sammeln. Gerade wenn sie so im Zwischending zwischen erster Mannschaft und zweiter Mannschaft sind in ihrem Club, ist doch eigentlich eine Laie relativ sinnvoll und gut, auch wenn man 22 oder 23 ist. Weil man, ich meine, ich würde es nicht mal als spät entwickeln sehen, wenn man mit 23 vielleicht so gut für die zweite Mannschaft wird und vielleicht das Potenzial bekommt für höhere Aufgaben. Und aber wenn dann diese Laie verhindert wird durch diese Regel, finde ich schwierig. Also, ich glaube, ein Spieler wächst durch Spielpraxis, aber natürlich musste der Spielpraxis auch auf einem bestimmten oder auf einem sehr fordernden Niveau sein. Nicht zu fordernd, aber trotzdem sehr fordernd. Und wenn ich mir jetzt überlege, zwischen FC Bayern, der Bundesligamannschaft, und zwischen FC Bayern 2, der Regionalligamannschaft, liegt eine dritte Liga und eine zweite Liga. Und da könnte es vielleicht mal sinnvoll sein, für den einen oder anderen Spieler vielleicht zu einem Club zu wechseln, also leihweise zu einem Club zu wechseln, der in der Region vielleicht gerade gut aufspielt und vielleicht auch, wo er den nächsten Step machen kann. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, Fürth und Bayern sind nicht extrem weit auseinander. Und Fürth, da kriegt der Spieler auch schon Bundesliga Erfahrung, kann daran wachsen und kann dann vielleicht irgendwann oder nach dem Jahr sich vielleicht so entwickelt haben, dass er zumindest bei Bayern als Rotationsspieler zum Einsatz kommt. Während ich das nicht sehe, wenn das in der Regionalliga passiert. Also wenn er weiter in der Regionalliga kickt, dann wird er sich in diesem Jahr, zwar wird er Stammspieler sein, wird er vielleicht sogar Torschützenkönig oder sonst welche persönlichen Auszeichnungen in der Regionalliga bekommen. Aber die Entwicklung wird dadurch
ja auch stagniert, wenn er scheinbar stärker ist als in der Liga nötig oder mehr Potenzial hat als in der Liga nötig. Und da finde ich dann das nicht so optimal. Wenn man von der Prämisse ausgeht, dass ja, dass A, die Spieler möglichst, die jungen Spieler möglichst viel Spielpraxis bekommen sollen und B, dass sie ja auch, dass viele Mannschaften eine zweite Mannschaft haben, die entweder relativ tief spielt oder vielleicht sogar die zweite Mannschaft abgeschafft haben, was ja auch in Deutschland aus finanziellen Gründen auch ein Trend geworden ist, zu sagen, ja, zweite Mannschaft haben wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es auch Fußballunternehmen, die haben 5 Mannschaften, aber also dann hinterher, dann in dem Verein integriert, nicht im Unternehmen drin, aber das wird da natürlich dann nicht mehr, also ich glaube halt nicht, dass das eine gute, dass das dahingehend den jungen Spielern hilft. Also außer du bist unter 21, dann bist du von der Regel ja ausgenommen. Außerdem habe ich mir Gedanken gemacht in diesem Zusammenhang, wann müssen sich die Trainer mit einem Spieler beschäftigen, beziehungsweise wann muss sich der Sportdirektor mit dem Spieler beschäftigen, wann muss sich der Kaderplaner und so weiter mit einem Spieler beschäftigen. Und jetzt kann man relativ einfach sagen, ja, wenn der Vertrag ausläuft. Aber wenn ich einen Spieler verliehen habe, der in der zweiten Mannschaft gespielt hat und der kommt zurück, dann muss er ja neu bewertet werden. Schafft er es in die erste Mannschaft? Schafft er nur die zweite Mannschaft? Oder ist es immer noch so ein Mittelding? Und dann die Entscheidung zu treffen, er wird nicht verliehen, wird verliehen, wird verkauft. Da ist es gut, viele Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, um dann mit dem Spieler die richtige Entscheidung zu treffen. Und das jetzt zu begrenzen bei einem 22-Jährigen, 23-Jährigen, ich glaube, das verfehlt sein Ziel. Aber ich glaube, es gibt andere gute Gründe, für diese Umstellung. Und ein Grund ist, dass es Fußballunternehmen gibt, die die Ausbildung sozusagen outsourcen. Wie meine ich das? Bestes Beispiel dafür ist der FC Chelsea. Der FC Chelsea hat seit Jahren einen zweiten Kader, der aus Leihspielern besteht. Also sie bilden Spieler aus, bis zu einem gewissen Grad, dann gucken sie, wo in Europa, ich glaube relativ häufig Vitesse Arnheim, aber auch andere Clubs, welchen Club können diese Spieler helfen? Und auf der anderen Seite, wie können sie sich da entwickeln? Und das funktioniert zugegebenermaßen extrem gut eigentlich, aber dem wird natürlich jetzt damit ein Strich durch die Rechnung gemacht, was dazu führt, dass sich der FC Chelsea überlegen kann, ob sie mit ihrem Investor dafür sorgen, dass sie mit dem großen Geld der anderen mithalten oder sie entscheiden sich dafür, die Ausbildung komplett selbst umzusetzen. Und ich würde sagen, eigentlich sind die Laien für die Spieler gut. Auf der anderen Seite wurden die Laien in den letzten Jahren auch von Fußballunternehmen sehr intelligent ausgenutzt. Wie meine ich das? Kylian Mbappé ist ein gutes Beispiel. Der ist zeitgleich mit Neymar zu Paris gewechselt. Aber während Neymar gekauft wurde für 222 Millionen Euro, wurde Mbappé ja nur geliehen. Und dann mit Kaufoptionen, also geliehen mit Kaufoptionen. Damit haben sie es geschafft, bilanziell den Aufwand, den sie eigentlich heute schon hätten, ganz legal ins nächste Jahr zu verschieben und dementsprechend auch Zeit, dieses Geld zu erwirtschaften,
wie auch immer sie das machen, ist ja ihre Sache, aber dementsprechend so, dass sie dem Financial Fair Play noch standhalten. Trotz dessen, dass sie 400 Millionen Euro für zwei Spiele ausgegeben haben. Und das führt natürlich dazu, dass es auch eine Wut bei den Fußballfans entsteht, dass die echt, und die FIFA hat natürlich die Aufgabe, diese Wut zu lindern und die Lust auf Fußball hochzuhalten, weil sonst das Business Fußball ein bisschen schrumpft. Und das möchte eigentlich keiner. Und dementsprechend ist natürlich es ist für mich eine intelligente Variante zu sagen, okay, ihr könnt das noch machen, aber bitte nur im begrenzten Rahmen. Und jetzt begrenzen wir es auf 6 Spieler. Dann hätte ein Kylian Mbappé, okay, der war zu jung, aber so ein normaler 22, 23-Jähriger, da wäre es vielleicht nicht möglich gewesen, so das Financial Fair Play zu umgehen und damit auch die gesamte Fußballwelt eigentlich an der Nase herumzuführen. Und da muss natürlich danach gebessert werden. Und das versuchen sie meiner Ansicht nach damit. Jetzt, wenn ich mir aber nochmal überlege, den FC Chelsea, das Geschäftsmodell, Ausbildung outsourcen, ist schwierig. Oder ich finde es schwierig, oder beziehungsweise ich habe mich gefragt, welche Lösung würde ich jetzt dem FC Chelsea kurzfristig anbieten? Und die Lösung ist relativ leicht. Und zwar zu sagen, sie machen einen normalen Kaufvertrag, Transfer, aber machen eine Klausel rein, die besagt, zu dem und dem Preis. Das heißt, Kaufpreis minus Leihgebühr ist dann der Rückkaufpreis, der nach einem Jahr gezahlt werden kann. Und dann ist das wieder gegessen. Das Problem an dem ganzen Thema, wenn das so gemacht wird mit Kaufvertrag und Rückkaufrecht, ist natürlich, dass der aufnehmende Verein, dass das aufnehmende Fußballunternehmen auch dementsprechend liquide sein muss, diese Kohle aufzubringen. Und das halte ich wieder teilweise für schwierig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein FC Bayern-Spieler, der nicht viel spielt, aber diese Entwicklung machen soll. Ich überlege gerade, wen man da mal nehmen könnte. Oder ich nehme einfach mal mein Lieblingsbeispiel von Borussia Dortmund. Oder einer meiner Lieblingsbeispiele, Tobias Raschi. Der spielt nicht viel in der ersten Mannschaft. Für mich ist es trotzdem ein Ausnahmetalent, das Spielpraxis braucht und nicht nur Drittliganiveau, sondern gerne auch zweite Liga, vielleicht sogar auch direkt Erstliganiveau. Und ich weiß eigentlich gar nicht, ob der da jetzt noch spielt bei Borussia Dortmund. Ich bin da gerade nicht auf dem Laufenden. Aber ich habe ihn gesehen in einem Vorbereitungsspiel von Borussia Dortmund oder in mehreren Vorbereitungsspielen von Borussia Dortmund, wo er die Möglichkeit bekommen hat. Und ich finde ihn als Spieler, als zentral defensiver Mittelfeldspieler, der hat richtig Potenzial, richtig Möglichkeiten. Aber wenn er in der zweiten Mannschaft von BVB spielt, dann ist das nicht das Niveau, was er braucht, um sich zu entwickeln, sondern das Niveau ist halt zu gering. Theoretisch müsste er in der ersten Mannschaft spielen, da ist aber aktuell kein Platz für ihn. Und wenn er jetzt nicht, wenn Dortmund jetzt diesen Kaufvertrag macht mit einem Zweitligisten, nehmen wir nur als Beispiel, nur weil ich diese Rivalität so geil finde, Schalke klopft an. Wird nie passieren. Aber
Schalke sagt, oh, das ist ein guter Spieler, der kommt aus der Region. Ich verpacke den das sogar gerade noch gut. Und dementsprechend würde das richtig geil rocken hier. Den würden sie gern verpflichten. Eigentlich nur zur Leihe. Leihe könnten sie sich leisten, Kauf eigentlich nicht. So, wie soll, jetzt könnte man sagen, sie einigen sich darauf, Leihe mit Kaufoption, also trotz, und Ablösesumme in Höhe der Leihgebühr. Das würde funktionieren. Aber die Leihgebühr muss schon so hoch sein, dass es, also die Kaufoption, nein, der Kaufpreis muss ja schon so hoch sein, dass man eine, dass der Rückkauf sich lohnt und Schalke muss so liquide sein, das Geld zahlen erst zahlen zu können und erst in einem Jahr wieder zu bekommen. Und aktuell ist es nicht so, dass Beispiel FC Schalke so flüssig ist, dass das möglich ist. Und dementsprechend ist dann der Leidtragende der junge Spieler. Und das ist etwas, das ist ja gar nicht das Ziel von der FIFA. Aber das ist ein Nebeneffekt, der da entstehen könnte, wenn die Leihen aufgebraucht sind. Und dieses Risiko, finde ich, ist mir persönlich zu hoch. Aber wie gesagt, ich bin mir sehr unschlüssig darüber, ob diese Maßnahmen das Ziel, was sie ausgeben, erreichen wird. Ich glaube aber, dass es den Fußball positiv verändern wird und wieder ein bisschen nicht das Geld rauszieht, aber das Geld anders geparkt sein wird, sodass so viel Kohle nicht unbedingt mehr für einen Spieler ausgegeben wird. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das das Ziel dahinter ist und es nicht das Ziel ist, den Nachwuchs zu fördern, weil ich nicht glaube, dass sie ernsthaft sagen, dass der Nachwuchs jetzt zwischen nur noch 18, 19 und 20 Jahre alt sein kann und danach bist du entweder gestandener Profi oder bleibst dein Leben lang Amateur. Aber mich würde natürlich sehr interessieren, wie seht ihr das? Wie sieht eure Vision aus des Fußballs in Zukunft? Wie glaubt ihr, werden diese Regeländerungen dazu beitragen, zu einer besseren Zukunft? Und was glaubt ihr, wo sind die Grenzen dieser Regelanpassung? Ich freue mich auf unsere Diskussion. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement und am Fußball insgesamt hast. Und wenn du dich noch tiefer mit der Materie beschäftigen möchtest, dann habe ich vielleicht was für dich. Schau mal hier in die Shownotes und da findest du Links zu meiner Website und zu meinen Online-Kursen. Und da kannst du ja mal reinschauen und gucken, ob sie für dich interessant klingen und ob du dich mit denen weiterentwickeln willst. Viel Spaß bei deiner persönlichen Weiterentwicklung und ich freue mich, wenn du dir auch das nächste Video hier wieder anguckst.